Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt ist endlich die Spektrum DX6 angekommen, dass ich auch mein Beast bald fliegen kann. Jetzt öffnen wir mal. Ich habe mich für die DX6 entschieden, weil ich am Anfang fürs Beast dachte, ich hole ich mir lieber gleich eine gescheite Funke, damit ich auch andere Modelle von Horizon Hobby benutzen kann. Zum Beispiel mein Heli oder so. Wenn man sich holt, kann man sich schön die Bind & Fly Modelle kaufen. Lieber einmal ein wenig mehr Geld ausgeben, anstatt wie dauernd neue Funken zum Kram zu kaufen. Dann öffnen wir mal. Der Karton ist also schon geöffnet. So, dann ziehen wir mal das gute Stück raus. So kommt es jetzt aus der Verpackung. Jetzt die Verpackung. DX6 schon gemacht, aber auch nicht auffällig. Anleitung: Beim Beast war keine dabei, also schon mal gut. Und da haben wir auch schon die DX6. Empfänger mit DSMX ist die Funke, funktioniert aber auch mit DSM2 Empfängern und so weiter. Von Spektrum wird sie auch Super 6 genannt. So, dann öffnen wir mal kurz aus hier aus der Folie. Schaut sehr schön aus. Knüppel sind schon leichtgängig. Kann man aber auch selber einstellen, wie schwer. Ich werde es wahrscheinlich so lassen. Zumindest mal fürs Erste. Ja, genau. Und das war's auch schon wieder. Wir vom Unboxing von der DX6. Dann bis bald und zum Erstflug von Beast.